Herzlich willkommen, meine Lieben. Mein Name ist Martin. Mein Name ist auch Martin. Und ihr seht die Schlagzeilenrevue. Genau. Ein neues, unglaubliches Format hier auf Facebook. Einmal die Woche. Mindestens. Genau. Wir versuchen immer Sonntag abzuladen. Und wir bringen euch die wichtigsten Schlagzeilen der wichtigsten Zeitung der ganzen Woche. Nämlich? Heute. Eben. Für euch. Sozusagen. Gratis. Von der letzten Woche. Genau. Ja. Das war's. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich da liked und teilt. Und jetzt gehen wir's an. Also für mich war der Motorkerne, wenn man die Zeitung in die Hand nimmt, verwirrend. Weil? Weil es ist groß geschrieben, wir sind Weltspitze im Baggern. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern. Drunter oder drüber ist gleich gestanden, Frau stürzt aus Fenster nach Streit und ist tot. Was hat das miteinander zu tun? Wenn wir so gut beim Baggern sind, warum stirbt dann die Frau? Stimmt. Und warum stürzen sie sich aus dem Fenster? Verwirrend. Verwirrend. Aber vielleicht habt ihr da eine Erklärung dafür. Ja. Was haben wir noch gehabt die Woche? Spannendes. Ich meine, das ist wirklich eine der unglaubwürdigsten Sachen überhaupt, ja. Ich meine, nichts dagegen. Das Kind ist arm. Braucht man nicht diskutieren. Wollen wir uns nicht lustig machen drüber. Promisohn, 2 Jahre, stürzt aus Fenster. Tragisch. Tragisch. Das ist tragisch. Da wollen wir nicht Scherze machen drüber, das ist gar gerade. Aber skurril ist es auch. Aber skurril ist wirklich. Weißt du, wo das war? Nein. In St. Pölten. Wirklich? Es gibt einen Promi in St. Pölten. Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich glaube es auch nicht, aber in der Zeitung steht es. Du, ich habe ja in der Online-Ausgabe von heute gelesen, ja? Da hat eine Emilia kommentiert, seit wann haben wir in St. Pölten einen bekannten Musiker? Die hat recht. Ich weiß es nicht. Also am Dienstag für mich die aufregendste Geschichte. Normalerweise ist die heute ja wirklich gut, was in Sachen geht wie Geschichten finden und sich richtig in ihr Medium zu platzieren. In der richtigen Größe, im richtigen Umfang, richtigen Prominenz. Und nicht irgendeinen Unsinn schreiben, sondern kurz das hat's. Genau. Aber wenn es was Wichtiges gibt, dem auch einen Platz geben. Ja. Und zwar an der richtigen Stelle und im richtigen Umfang. Aber die haben uns verkackt. Nein. Richtig verkackt. Das gibt's doch nicht. Doch. Was war? Das Tata Towel. Ja. Das ist so ein Mini-Artikel geworden. Verstehst? Das Tata Towel. Das habe ich gesehen. Die Erfindung des Jahrhunderts. Mhm. Ein Handtuch für Frauen mit großen Brüsten. Super. Ich meine, ich bin ein Mann, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man da schwitzt darunter. Und dieses Handtuch ist ein modisches Kleidungsstück, finde ich. Mhm. Und es ist nur auch so ein kleiner Artikel. Das wäre Schlagzeile, Headline, Titelseite. Zumindest, wo ich es kaufen kann. Genau. Steht wo drin, kann ich meiner Liebsten ein Tata-Towel kaufen? Also, ich habe es nicht gefunden. Ja, eben, ich auch nicht. Liebe heute, ihr müsst ein bisschen wieder mehr aufpassen, dass die wirklich wichtigen Geschichten Prominenz bringt. Ja, eindeutig. Gut. Was haben wir noch gehabt die Woche? Ja, Gummistiefel-Duell im Unwetter. Also, prinzipiell müssen wir sagen, das im Unwetter ist richtig scheiße. Ja. Und es tut uns echt leid, jedem, dem da was passiert ist. Das ist eine ziemlich beschissene Geschichte. Richtig heftig, wirklich richtig heftig. Ja. Hast du die Videos gesehen? Nicht wirklich, nur in den Nachrichten die Sachen. Okay. Und das war schon grausig. Ja. Aber ich war dann verwirrt mit der Schlagzeile Gummistiefel-Duell um Unwetter. Ich habe mir gedacht, okay, wenn jetzt überall Unwetter kommt, vielleicht kaufe ich mir auch Gummistiefel. Ja? Und dann schaue ich mal, wann in dem Artikel was drüber steht, vielleicht, wo kann ich welche kaufen? Welche Gummistiefel sind gut? Du meinst so, ran aufs Lagerhaus, alle brauchen ihre Gummistiefel. Richtig. Und dann lese ich den Artikel, wie bei einem Foto, und irgendein Wort zum Gummistiefel. Also was hat das damit zu tun gehabt?
Ja. Liebe heute Journalisten, vielleicht können Sie uns da unten einen Kommentar lassen und das erklären. Wir sind interessiert dran, ja, den tieferen Sinn dieser Schlagzeile zu erfassen. Danke. Titelblatt. Ja. Das hat mich gleich mal weggeschmissen. Das war cool. Das ist also, Alter, nackte Brüste und ein Hund, der dran muckelt. Also für mich stellt sich da die Frage, Kunst sei dahingestellt, aber ist dann eigentlich YouPorn auch ein Kunstforum? Eindeutig. Ich glaube auch. Ja. Was ich mit einem Hund machen kann, kannst du mit einem Pferd auch machen. Und man hört ja, Bundeskanzleramt verteilt Förderung für Publizistik und für Kunst. Vielleicht rahmen die beides ab. Hallo! Ha, schöne neue Welt, in der wir leben. Genau. Okay, ach du, dann habe ich aber noch was gefunden. Das, also, da wirst du sicherlich auch Schmerzen gehabt haben, bis du es gelesen hast. Du meinst die Vanessa? Die Bildunterschrift von der Vanessa. Ja. Die Vanessa, dieses arme Ding ist 16. Mhm. Und sie lebt in einem Rollstuhl. Mhm. Wie ich es gelesen habe, ich bin Rollifahrer, wie es jetzt, du bist Rollifahrer, wir beide wissen, was es heißt, den ganzen Tag in so einem Ding zu sitzen. Liebe Vanessa, mein Beileid, dass du in dem Ding leben musst. Es ist... Naja, ich habe schon ein Bett. Ja, aber die Vanessa nicht. Ja, aber sie sammeln eh Spenden. Echt? Ja. Okay, also ich hoffe ja, ein Bett und irgendein Haus, wo sie drin leben kann. Donnerstag. Geht schon mal richtig gut los. Na, was war gestern? Da war... erstens... Es gibt einen Missbonbon. Das habe ich überlesen. Ich habe nicht mehr gewusst, dass sowas existiert. Aha. Die Nachricht... Also, es ist wieder nur ein ganz kleiner Artikel. Ah ja. Aber der hat es in sich gehabt. Eben, man lernt aus diesen drei Zeilen, es gibt einen Missbonbon. Mhm. Bis jetzt habe ich noch Miss Universum und so. Genau. Miss Austria, aber es gibt einen Missbonbon. Dann, es könnte sein, dass jetzt eine einbeinige Frau wird. Wirklich? Ha, hallo! Und das Dritte, was man daraus lernt, selbst wenn ihr bei Freunden im Auto überfahrt, kann dein Leben immer noch richtig Bum-Bum sein. Fantastisch. Aber das ist wirklich eine coole Nachricht. Absolut. Ich meine, die setzt sich deutlich ab von der Vanessa-Nachricht. Stimmt. Gut gemacht. Die ist so positiver und so. Gut gemacht, ja. Und für alle, die jetzt auf große Hintern stehen, das ist ein Miss-Bum-Bum, gell? Die ja, aber das müssen wir sicher nicht sagen, die meisten, wenn sie es gesehen haben. Wahrscheinlich, aber was der, das Foto ist klar. Okay. Und da wird der Bum-Bum nicht so richtig bummen. Naja. Außerdem lenkt der Stümmelfuß ab. Aber es ist eine schöne Nachricht. Man kann nicht alles haben. Eine schöne Nachricht ist trotzdem. Sehr geil. Also wir wünschen ihr toi toi toi, dann Miss Bum-Bum. Apropos Hintern. Ja. Der Erwin Bröll ist mit seinem Fahrrad gestürzt. Subtiler Übergang, finde ich gut. Immer ich mein, zuerst, also hoffentlich geht es ihm bald wieder gut, aber. Na, richtig, also lieber Erwin, du und ich, wir sind ja schon. Ihr seid ja bei du. Wir sind bei du, also ich habe das zumindest angeboten. Ich hoffe, das passt für dich. Gute Genesung, mein Lieber. Respekt, in deinem Alter noch so fit zu sein. Ja, und Rennradfahren. Rennradfahren, genau. Nicht zum Kreisler geduckert, sondern mit dem Rennrad. Richtig, kein E-Rad. Nein. Der Kurbitz selber. Volle Wäsch. Super. Mit 70. Mit 70, das ist echt ein Vorbild. Du bist ein guter Mann, auch in der Pension. Immer noch ein Vorbild für deine Bürger in Niederösterreich. Und ich bin, glaube ich, fest davon überzeugt, dass du jetzt sehr glücklich darüber bist, dass es doch barrierefreie Wirten gibt in Niederösterreich. Weil sonst wirst du zu deinem Achter wahrscheinlich nicht so leicht kommen in die nächsten anderthalb Jahre. Ich meine, ich weiß ja, dass in Niederösterreich auch
heute gibt, mit einer Niederösterreich-Ausgabe. Okay. Also als Service könnte man ja rund um Radlbrunn alle barrierefreien Wirten anführen. Genau. Damit du dann auch gemütlich rekonvaleszieren kannst. Dann. Na wurscht, dann trinken alles. Einfach an trinken kannst. Genau. Der Wein macht alles wieder gut. Was steht in der Freitagsseite? Das fragst du mich? Na, wir haben ausgemacht, die bringst du mit. Das war in Diskussion, glaube ich. Wieso? Montag du, Dienstag ich, Mittwoch du, Donnerstag ich. Was ist da schwer am Freitag? Also, die Mail habe ich verloren, glaube ich. Ich bin am Freitag, also ich war am Donnerstag, also, und dann habe ich am Freitag. Also es gibt keine Hit. Was machen wir jetzt? Das ist jetzt ein bisschen blöd, oder? Ich meine, wir können die jetzt. Die erste Sendung. Wir können jetzt nicht zur U-Bahn jumpen und noch eine Zeitung holen. Das ist ja. Die ist sicher schon wieder weg. Fuck. Ja, das war die Freitagsausgabe. Wir danken euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Jetzt gibt's jeden Sonntag die Schlagzeilen-Revue mit Martin und Martin. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.